Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Ori and the Blind Forest. Wir sind jetzt hier mit Azus Fackel, nennt sich das Teil, was wir auf dem Rücken hier tragen, unterwegs. Und wir müssen damit irgendwie zurück zum, ja, sag schnell, wie heißt das Ding? Wie hieß dieses Ding nochmal? Geister? Irgendeine Laterne. Wir müssen irgendeine Laterne damit halt entzünden, damit der Nebel hier im Wald, ja, vernichtet wird. Und wir können keine Stampfattacke einsetzen, wir können keinen Stoßangriff einsetzen. Also ich fühle mich auch total schwach mit dem Teil hier, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich frage mich, ob wir damit überhaupt speichern können, aber das glaube ich schon. Wir müssen irgendwie jetzt halt einen Weg zurückfinden. Oh, ein Level Up. Sehr cool, dann können wir mal kurz speichern und einen Fähigkeitspunkt vergeben. Gehen wir jetzt lila weiter? Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Yes. Nehmen wir einfach mal. Wird bestimmt irgendwie. Ach so. Ach, hier ist es ja schon. Okay, ich habe gedacht, das wäre jetzt relativ weit oder wir müssten noch irgendwelche Rätsel beschreiten. Wie können wir das Ding denn hier ablegen? Ach so, auf R, ne? Okay. Ja, wir haben es doch da reingelegt. Reicht das noch nicht? Ah, okay. Irgendwie waren wir noch nicht an der richtigen Stelle anscheinend. Ah, jetzt hebt sich so, upsa, so da rein. Okay. Also wir haben die Laterne jetzt entzündet. Jo, wodurch sich hier diese ganzen grünen Feuer entzünden. Sehr cool. Oh, okay. Die Laterne steigt etwas nach oben. Oh, was ist das? Was ist das denn für ein Stein? Irgendein Edelstein, ne? Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen. Das Gumon-Siegel wurde gefunden. Das ist das Gumon-Siegel. Na klar. Das war unsere Aufgabe. Und wir haben sie geschafft. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Die Elendsruinen? Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Neues Ziel. Betritt die Elendsruinen und stell sie. Drücke X, um die verhüllten Laterne zu interagieren. Wie interagieren wir denn mit der verhüllten Laterne? Habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, was passiert ist. Okay, südlich von hier sind die. Oh, da unten. Ah, da waren wir eben schon mal auf dem Weg hin, ne? Durch das Tal des Windes hin zu den Elendsruinen. Ist ja die Frage, was da oben ist. Okay, wir haben den Nebelforst eigentlich komplett erledigt. Schade, dass der jetzt auf der Karte immer noch nicht so, sage ich mal, aufgedeckt ist. Hätte mich mal interessiert, wie der. Oh. Was ist denn hier unten? Nix. Wieso läuft dieses Rihorn immer vor uns weg? Stirb. Hatte ich jetzt noch nicht so richtig. Ge ich habe noch nicht so richtig gesehen, sage ich mal, wie das aussieht. Oh doch, jetzt haben wir es gesehen, wie das so angesogen wird. Okay, jetzt haben wir es gesehen. Da oben ist ein Kristall. Das heißt, wir können hier mal speichern. Wir müssen uns jetzt eigentlich gar nicht mehr bemühen, irgendwie so geisterlich oder irgendwas zu kriegen, weil wir das jetzt tatsächlich so richtig automatisch einsaugen. Ich frage mich, ob man es auch einsaugt, egal wo es auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das wäre vielleicht noch interessant. Zack. Ah, diese Dinge auf dem Boden, die übersehe ich immer ganz gerne. Muss ich sagen, die lilanen Objekte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wow. Ah ne, hier konnten wir nicht durch, ne? Schade. Wir haben immer noch keinen Zauber oder irgendwas, eine Fähigkeit, die sowas kaputt machen kann. Okay, wir müssen hier unten links hin, ne? Scheiße.
Und wir haben relativ lang nicht mehr gespeichert. Oder doch, geht. Ah, okay, hier doch. Geht klar, geht klar, geht klar. Alles easy. Juhu. Boah. Da hätte ich auch nochmal schneller reagieren können. Und einfach, in Anführungszeichen, Stoßangriff noch ausführen können. Mann, meine... Wirklich, diese lilanen Projektile. Die sind echt schwer zu sehen, muss ich echt sagen. So, Stoßangriff und Stoßangriff. Zack, so wollte ich es eigentlich eben gelöst haben. Oh, den habe ich nicht so richtig gesehen. Hier machen wir mal einen Speicherpunkt. Dann haben wir hier einen neuen Kristall. Okay. Hier kommt ein Rizeros. Hier oben rechts. Ah, ich weiß immer noch nicht, was es mit diesen roten Knospen auf sich hat. Die sind oftmals so zu finden, aber was man da so richtig mitkriegt, ist mir noch ein Rätsel. Da oben können wir auch nicht aufmachen. Hier links können wir auch nicht aufmachen. Oh, das ist frustrierend, ne? Dass man so viel nicht aufmachen kann. Das war cool, oder? Ey Leute, das war ein geiler Double-Kill, müsst ihr zugeben. War ein bisschen per Zufall, aber hat Spaß gemacht. Oh, was ist das? Also, normales Teil. Ah ne, der schießt blaue Sachen, ne? Eis, guck mal, jetzt sind die so eisig. Ach guck mal, hier wird es auch kalt, hier unten. Hm, eigentlich wird es doch, wenn man sich Richtung Erdkern bewegt, warm. Naja, interessant. Den müssen wir auch noch besiegen mit ein bisschen hier rumgekraxelt. Okay, jetzt können wir uns hier kurz mal festhalten. Ist nach unten. Wow, was ist da? Okay. Irgendein komischer Frosch wieder. Der einfach gegen eine Dorne gesprungen. Trottel. Ich finde es auch cool, dass das Terrain auch Gegnern schadet. Oh, da oben ist ein Schalter. Oh, geil, so eine Eishöhle. Ist das cool gemacht. Ja, komm. So, wie kommen wir denn da oben hin? Da brauchen wir vielleicht, hätten wir vielleicht doch den Gegner für gebraucht. Ich bin immer so voreilig und töte die. Ah, den nehmen wir. Den nehmen wir. Den schnappen wir uns. Yes, Baby. Genau so habe ich mir vorgestellt. Zack. Ah ja, genau. Das brauchten wir auch, um weiterzukommen. Das war auch das Rätsels Lösung, sage ich mal. Oh ja. Der lebt ja noch. Der Stoßangriff tötet ihn ja nicht direkt. Warte mal, ist da unten? Kann man da unten was kaputt machen? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Kommt mal hier durch. Wie kommen wir denn da unten? Also hier... Ja, es wird auf jeden Fall trickiger, wie ihr sehen könnt. Was ist da oben für ein komischer Schleim? Ach! Das war ein Rhinoceros. Wo will der hin? Für was kann ich den benutzen? Scheiße. Den kann ich doch irgendwas benutzen, oder? Ja, da unten. Ja. Okay, komm her. Komm schnell. Komm mal hier hin. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Und da wollte ich ihn eigentlich nicht für benutzen. Ich wollte ihn für da unten für das benutzen. Ich glaube dafür. Das Rätsel ist... Wieso explodiert der da? Ich würde den gerne hier... Da unten würde ich ihn gerne explodieren lassen, aber da kommen wir eh nicht rein, ne? Na gut, dann gucken wir mal weiter. Kommt er hier hoch? Ne. Hier haben wir einmal 200 Geisterlicht. Sehr cool. Hier oben gibt es nichts. Halten wir uns erstmal hier fest. Dann hier. Gucken wir mal, was es hier unten gibt. Achso, ja, hier unten gibt es dann
Ach so, hier unten gibt es dann die 100 Geisterlicht, sind das, glaube ich. Ja, 100. Okay. Seelenverbindung bereit. Aktivieren wir. Unten im Wasser gibt es nochmal 100 oder was ist das? 200, okay. Eine kleine Stelle war hier frei. Hm. Hier sind Dornen. Da oben ist ein... Was ist hier links? Hm. Okay. Also ich finde es auch cool, dass thematisch, sage ich mal, die Gegner jetzt auch so ein bisschen angepasst sind. In dem Sinne, dass man... Dass die jetzt nicht mehr lila sind, sondern blau. Hier in dieser Eishöhle. Sehr cool. Und hier sind wir auch schon. Hier sind wir auch schon. Einst üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Okay. Jene, die nicht entkamen, bezahlten mit ihrem Leben. Okay. Oh, hier sieht nach einem sehr epischen Eingang aus. Drücke X, um das Gummonsiegel einzusetzen. Hm. Okay. Boah, sieht das geil aus. Oh, hier vorne auch. Ich finde es auch cool, dass das so 3D-mäßig so ein bisschen auch im Bild. Okay. Drücke nach oben, um zu betreten. Wir haben immer noch 2 Kartensiegel, ne? Aber ich wüsste nicht, wo wir das hätten einsetzen können. Rein mit uns. Geil, wo sind wir jetzt? In den Elendsruinen. Hammer. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Schön. Oh nein. Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Ach, Gumon sind diese spinnenartigen Teile, die uns auch gerettet haben. Der eine, der uns da gerettet hat, als wir von Kuro von dem Ginsu-Baum runtergeschmissen wurden. Das sind Gumon, verstehe. Der war ja eigentlich ganz nett, ne? Okay, Freunde, wie es in den Elendsruinen weitergeht. Zack, Spiel gespeichert. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.